Ja, und bei mir ist ein Abgeordneter, der schon im Jahr 2010 dagegen gestimmt hat, Klaus-Peter Wilsch von der hessischen CDU, hier Bundestagsabgeordneter. Herr Wilsch, Sie waren damals fast alleine, jetzt sind es ja schon ein paar mehr geworden. Ist das nicht furchtbar unsolidarisch, was Sie da seit 5 Jahren betreiben? Also natürlich gilt der Grundsatz, dass man in einer politischen Kampfgemeinschaft, was eine Fraktion ist, sich der Mehrheit unterordnet, wenn die das anders sieht. Aber es gibt eben Punkte, wo man nicht anders kann von seinem Gewissen her. Und das war aber für mich von Anfang an so ein Punkt. Es ging mir um das Thema Herrschaft des Rechts, dass wir nicht einfach die Regeln, die wir aufgestellt haben, über Nacht über den Haufen werfen dürfen. Es ging mir um die Frage, was ökonomisch richtig ist. Denn das, was wir dort machen, hineinzuschlittern in eine Schuldenunion, ist falsch. Es muss der Einzelne verantwortlich sein, der einzelne Land für seinen Haushalt. Sonst geht das nicht auf, sonst fängt einer auf Kosten des anderen zu leben. Und zum Dritten muss es nachhaltig sein. Ich denke an die Kinder, die all die Schulden, die wir hier von anderen Ländern noch mit übernehmen, auch noch zurückbezahlen müssen. Aber es ist natürlich eine harte Haltung, wenn ich jetzt mal an die Iren denke, die waren auf dem falschen Weg. Die haben jetzt mit den Hilfsgeldern sich da quasi wieder rausgeholt, die Portugiesen ähnlich. Bei den Franzosen sind wir jetzt sehr nachsichtig, legen nochmal nach. Vielleicht funktioniert Europa nicht anders, als dass die, die gerade stark sind, die Schwächeren mit durchziehen. Das ist ja in der Europäischen Union in der Tat so. Und das kritisiere ich auch nicht. Die Europäische Union ist eine Solidargemeinschaft, wo wir mit viel Geld, wir sind der größte Nettozahler dabei, versuchen, zurückgebliebene Regionen, Regionen, die schwächer sind, zu entwickeln. Das machen wir alles. Da hat Griechenland auch sehr viel profitiert, der größte Einzelprofiteur seit dem Beitritt in die Europäische Union. Und was völlig anderes ist aber die Eurogruppe. Den Euro haben wir bewusst so konstruiert, wie wir ihn konstruiert haben. Wir wussten, es gibt keine einheitliche Wirtschafts- und Fiskalpolitik. Umso wichtiger ist, dass man sich über einige Grundgegebenheiten, was die Haushaltswirtschaft anbelangt, verständigt. Dazu sind die Maastricht-Kriterien ausgebracht worden. Und sich daran hält, damit es nicht diese Disparitäten gibt, die wir jetzt erleben. Griechenland ist in einer Lage, dass die Wettbewerbsfähigkeit katastrophal schlecht ist. In früheren Zeiten hätten sie abgewertet. Das geht nicht mehr, weil sie im Euro sind. Also müssen sie jetzt die realen Anpassungen vornehmen. Das ist sehr schmerzhaft. Versuchen sie mal in der Demokratie, wenn sie immer wieder auf Wahlen angewiesen sind, Löhne, Renten, Preise um 30, 40, 50% zu senken. Die Griechen sind heute noch, nach dem, was sie erreicht haben, doppelt so hoch in den Löhnen wie Polen oder Slowenien. Aber dann wäre Ihre Lösung eben raus aus dem Euro, wieder die Drachma einführen, dann wären die Schulden doppelt so hoch. Ganz ehrlich, da können Sie nichts für, aber diese Schulden muss man wahrscheinlich abschreiben. Aber die Zukunft von Griechenland wäre doch auch nicht gewährleistet, denn Griechenland hat keine Exportwirtschaft. Griechenland kann viel zu wenig verkaufen, als dass es jemals wieder den Anschluss kriegen würde. In der Tat gibt es keine leistungsfähige Industrie in Griechenland. Das ist aber auch mit einem Mangel der Regierungen, die Griechenland hatte in den letzten Jahrzehnten. Da ist zu wenig entwickelt worden. Wenn Sie dort einen Neuanfang machen mit einer eigenen Währung, haben Sie natürlich erstmal die Möglichkeit abzuwerten, was Sie müssten. Und dadurch diese Anpassung in der Kostenstruktur hinzubekommen, ohne dass das innerhalb der Gesellschaft so schmerzlich ist. Der Einzelne guckt immer im Vergleich zum Nachbarn, zum Taxifahrer, zu seinem Chef, ob er da einigermaßen ordentlich einsortiert ist. Und das ist das Elegante an der Abwertung. Die Verhältnisse bleiben gleich. Es wird teurer, im Ausland einzukaufen, was notwendig ist, weil Griechenland eine chronische Leistungsbilanzschwäche hat. Sie kaufen mehr im Ausland ein, als sie selbst exportieren können. Es wird billiger, Urlaub in Griechenland zu machen. Die Tourismuswirtschaft, da ist ja nun wirklich alles da, was man sich vorstellen kann an Meer und natürlichen Schönheiten. Das würde könnte einen Aufschwung erfahren. Und wenn Sie über die Ägäis hinüberschauen, auf die andere Seite, dann ist eigentlich die Blaupause da. Nun, ich weiß, dass historisch etwas schwierig ist, den Griechen jetzt die Türken als Vorbild zu empfehlen. Aber wenn Sie sich jetzt die ökonomische Seite anschauen, Türkei hatte 90 ihre Währungskrise, hat abgewertet, hat seitdem Wachstumsraten von 10%, jetzt immer noch 6-7%, da läuft's. Klaus-Peter Wilsch, einer der Abgeordneten, der heute mit Nein stimmt, und das tut er schon seit 2015. Mittlerweile sind auch die meisten Bundesbürger ja ihrer Meinung. Dennoch wird der Bundestag hier heute mit großer Mehrheit zustimmen, der Verlängerung des zweiten Paketes.